Also die Sonderüberwachungsgruppe hat besondere Einsatzmittel, die die anderen Kollegen nicht haben. Also der Unterschied zu einer regulären, normalen Verkehrskontrolle ist, dass wir dort ansetzen, wo andere aufhören und sind nicht auf dem Büro hier angewiesen. Da ist jemand ohne Schuhe gefahren. Hier hat man von außen so einen kleinen Planschlitz gemacht. Das ist das gute Stück. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben heute die Möglichkeit, die Sykro in der Polizeidirektion Nord zu begleiten. Sykro steht für Sonderüberwachungsgruppe. Aber was die Aufgaben der Kollegen sind, das erklären sie euch am besten selbst. Deswegen kommt mal rein. Die Sonderüberwachungsgruppe gehört zur Verkehrspolizei und ist vorwiegend auf der Autobahn im Einsatz. Insgesamt 16 davon verlaufen durch Brandenburg auf knapp 800 Kilometern Straße. Arbeit gibt es also mehr als genug für die Kollegen der Sykro. So, wie versprochen sind wir dann jetzt bei den Kollegen, die euch heute die Sykro vorstellen werden. Und zwar sind das der Toni und der Patrick. Hallo, ich freue mich heute bei euch zu sein. Einen wunderschönen. Hallo. Vielleicht gleich für den Einstieg. Ihr gehört zur Verkehrspolizei. Was genau sind da jetzt so eure Hauptaufgaben in der Sonderüberwachungsgruppe? Wir kontrollieren alles, was den Personen- und Güterverkehr angeht. Lkw, Busse, Landwirtschaft. Okay, und jetzt kenne ich nur so eine klassische Streifenfahrt von Wach- und Wechseldienst, wo hauptsächlich PKWs kontrolliert werden. Mhm. Was macht jetzt einen Unterschied zu den LKW-Kontrollen oder Buskontrollen? Im Grunde genommen fangen wir da an, wo andere aufhören, sprich Buskontrollen, viele Leute, spezielle Technik, spezielle Vorschriften und ja, andere Sachen, die man woanders nicht findet. Und das gehört zu uns. Okay, ja, dann bin ich gespannt, was uns heute anderes erwartet und würde sagen, wir legen direkt los. Na dann. Also, alles sehr speziell und eine Nummer größer bei der Sykro. Hier ist massig Fachwissen gefragt. Los geht's. Wir machen uns fertig für die Frühschicht auf der Autobahn und natürlich XXL-Kontrollen. Also, die Sonderüberwachungsgruppe hat besondere Einsatzmittel, die die anderen Kollegen nicht haben. Wir können Fahrzeuge zum Beispiel vor Ort verwiegen. Wir haben Internetverbindungen, wir können die Fahrzeuge vermessen in Breite, Höhe, Länge. Haben Zugang zu allem und können völlig autark arbeiten und sind nicht auf dem Büro hier angewiesen. Uns erwartet also ein kompletter Tag in Bewegung im fahrenden Büro auf der Autobahn. Übrigens, besondere Vorkenntnisse benötigt man nicht, um zur Sonderüberwachungsgruppe zu kommen. Du kannst aus sämtlichen Bereichen kommen. Wichtig ist, dass du Interesse für den Job hast, für die Materie und dann ist alles möglich. Autobahn wäre natürlich eine gute Voraussetzung oder ein technischer Beruf, den man vielleicht vorher gelernt hat. Ist nicht schlecht, hat man ein bisschen Vorwissen, worauf man dann aufbauen kann. Aber ist nicht unbedingt wichtig. Wir nehmen uns da vorne das 1, 2, 3, das vierte Fahrzeug. Ist ein relativ altes Fahrzeug. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Mich erwartet jetzt erstmal meine erste Lkw-Kontrolle. Dazu leiten wir den Sattelzug von der Autobahn auf den nächsten Rastplatz. So, da haben wir die blaue Lizenz, Transportlizenz, Ladungsdokumente, Fahrzeugscheine. Und jetzt hast du schon mal deinen ersten Wissensstand hier, was dich bei der Kontrolle erwartet. Ne? Papier. Papier, auf jeden Fall. Ne? Dementsprechend gucken wir mal hier. Die Sattelzugmaschine 2012 gebaut, ist also schon gute 10 Jahre alt. Da könnte technisch schon mal ein bisschen was zu erwarten sein. Ne? So, Ladung, einmal auf. Hier hat man von außen so einen kleinen Planschlitz gemacht für Straftäter, für Diebe, die auf Ladung aus sind, auf Diebstahl. Die gucken hier rein. Ach, okay, hier sind Holzplatten. Ist nicht das, was wir wollen, ab zum nächsten Sattelzug. Okay. Also, 24 Tonnen Holz hat er hier drauf. Riecht nach Wald. Riecht nach Wald, sieht nur ordentlich frisch. Ne? Die Ladung, die muss gesichert werden. Ne? Wenn du natürlich oben so eine Palette hast und er würde eine Kurve fahren, dann bewegt sich das alles. Damit er nicht runterfällt und in die Planer bzw. den LKW nicht umschmeißt, muss er gesichert sein. Und hier hat er bis hinten durchgeladen. Und da gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ja. Okay, und er hat jetzt Holz geladen. Er könnte aber alle x-beliebigen Sachen geladen haben. Wie
macht man etwas ladungssicher? Also wo muss welche Strippe hängen, damit es am Ende passt? Wonach geht ihr denn? Da sind wir schon wieder beim eigenen Sondergebiet, ja. Ladungssicherung. Ja. Je nach Material, was geladen wird und auch vom Gewicht her, muss die Ladung gesichert werden. Da gibt es verschiedene Methoden. Entweder, wie man hier sieht, über die Spanngurte. Ja. Oder, also das ein Teil. Zum zweiten sehen wir hier schon an die Rutschmatten. Heißt also, wenn Holz... Jetzt daneben. Ja, ist ein bisschen unschön, ne? Aber man hat gewisse Gleitreibwerte zwischen Holz und der Siebdruckplatte. Die kann man berechnen mit der Masse zusammen. Und dementsprechend muss man gucken, wie viel Gurte braucht man. Oder verringert man so einen Gleitreibwert durch so eine andere Rutschmatte. Okay. Hat er mehr Matten drunter, braucht er weniger Gurte. Aber bei einem schnellen Blick auf die Ladefläche belässt es Toni nicht. Er inspiziert die komplette Ladung mit Adleraugen. Die Gurte, ganz wichtige Sache, die müssen hier so ein Siegel haben. Darauf steht, wie viel Last sie abhalten, was sie sichern können. Ne? Und so eine Sachen, wo hier zum Beispiel Garnbrüche sind, das ist unschön. Da kann er nicht mehr die volle Spannkraft erreichen. Ab einem gewissen Punkt ist so ein Gurt auch ablegereif, sprich, der kann weggeschmissen werden. Wie lange hält der so in der Regel? Kann man das pauschalisieren? Je nachdem, wie der gepflegt wird. Ne? Ob man den natürlich über Betonkanten, dann entsteht sowas schnell. Er hat hier oben so eine Kantenschoner drin und somit halten sie dann auch ein bisschen länger. Jeden einzelnen Spanngurt überprüfen Toni und Patrick. Denn wenn nur ein einziger nicht richtig sitzt, könnte das schlimme Folgen haben. Gehört natürlich zu seinem Job auch zu, die Ladung nachzusichern. Wenn er jetzt fährt und nach einer gewissen Zeit, wird das hier alles ein bisschen lose. Ne? Hier sitzt allerdings alles fest. Wir machen weiter mit dem Fahrtenschreiber. Wir können uns Fehler und Ereignisse anzeigen lassen, beziehungsweise die Lenk- und Ruhezeiten vom aktuellen Tag. Und wenn man das nicht in Papierform haben will, haben wir einen Download-Key. Und jetzt lade ich mir die ganzen Daten einfach mal runter. Und dann gucken wir uns danach das auf dem Bildschirm an, auf dem Laptop. Währenddessen nimmt Patrick die Bremsanlage des Sattelzugs ganz genau unter die Lupe. Patrick, eine Frage habe ich noch. Ja. Du hast ja echt unfassbar viel Ahnung von dem ganzen Technischen. Was du aber nicht hast, ist eine Waffe. Erklär mal, wie kommst du dazu? Ich bin kein Polizist. Ich bin angestellt im Land Brandenburg als Sachkundiger für Kraftfahrzeugtechnik. Ich habe eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht, befinde mich aktuell in der Weiter- bzw. Ausbildung zum Kfz-Meister und bin angestellt als der Mann mit dem Fachwissen, um es mal einfach zu sagen. Ja. Neben den anderen Menschen, die anderen, natürlich auch Fachwissen haben. Aber ja, viele mit dem technischen Hintergrund, sagen wir es mal so. Ja. Vom technischen Hintergrund geht es zum handfesten Untergrund. Dann rollen wir am besten unter das Fahrzeug. Nehmen wir unser Rollbrett raus. Für jedem Fahrzeug haben wir eins bei. Ja. Da ist das gute Stück. Unten das Kopfende gepolstert. Wird bequem, sagst du. Wird bequem, bitteschön. Bisschen wie Rodeln. Nur ja, andersrum. Nur andersrum. Die große Fläche, das ist der Hauptrahmen, ja. Und davon ab geht der Hilfsrahmen, auf dem die Ladefläche befestigt ist. Ne, also wenn wir oben reinklettern, stehen wir quasi hier auf dem Boden. Mhm. Hier kontrollieren wir jetzt die Schweißflächen auf Risse, Ausbrüche, dass am Ende die Ladefläche auch am Rahmen richtig befestigt ist. Ja, dann rollen wir einmal nach hinten. Wo nach hinten? Nach da hinten. zum Heck des Fahrzeugs. Ich kriege mal hinterher. Da waren tatsächlich die Haare. Ja. Jetzt können wir uns hier hinten die Bremsscheiben noch angucken. Da oben, da siehst du es am besten. Wie beim PKW auch, nur alles halt deutlich größer. Äußerlich scheint bei diesem LKW alles in Ordnung zu sein. Aber was verrät der Fahrtenschreiber über die Ruhezeiten des Fahrers? So Toni, wir können sagen, technisch scheint es soweit in Ordnung zu sein. Zumindest was wir analog feststellen konnten. Sehr schön. Was kannst du jetzt digital noch feststellen? Das werden wir gleich sehen. Die Daten, die wir runtergeladen haben, die lesen wir jetzt hier in den Rechner ein. Mhm. So wie er schon gesagt hat, auf dem letzten Parkplatz ist er losgefahren. Mhm. Hier sein Planschlitzer. Ne? Können wir sehen, okay, er ist jetzt hier etwa 35 Minuten gefahren. Der Fahrtenschreiber stimmt mit seiner Aussage schon mal überein. Also das passt erstmal.
Hier haben wir 41 Minuten Arbeitszeit. Das könnte so dieser Beladevorhang sein, wo der LKW mit dem Holz beladen ist an der Firma. Also hätten wir hier erstmal nichts zu bemängeln. Somit sind wir durch mit ihm. Er freut sich auch, dass er kontrolliert wurde, kann er somit zeigen, dass er alles gut gemacht hat. Nichts zu bemängeln. Weiter geht's für den Holztransport und auch wir rollen weiter zur nächsten Kontrolle. Toni ist sichtlich zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Die ideale Kontrolle, quasi sämtliche Ladung ist gesichert. Der Fahrzeugführer hat alle Lenk- und Ruhezeiten eingehalten, auch alle Pausenzeiten. Die Technik glänzt und ist geputzt. Abgas funktioniert wunderbar. Und der sagt auch noch Danke beim Losfahren. Aber so reibungslos läuft es nicht jedes Mal ab. Wir kontrollieren einen nicht angeschnallten LKW-Fahrer. Doch hier fehlt nicht nur der Sicherheitsgurt. Ja, Toni, wir haben ja gerade gesehen, da ist jemand ohne Schuhe gefahren. Ja. Das ist doch bestimmt was. Er hat für feste Schuhwerk zu sorgen, beziehungsweise für einen sicheren Halt, dass er alle Elemente dort bedienen kann. Sprich, er hat genug Zeit gehabt, den Sicherheitsgurt anzulegen. Er hat selbst nicht für nötig gehalten, bei der Polizeikontrolle hier den Gurt anzulegen. Den man ja auch ohne Kontrolle eigentlich angelegt hat. Ja, grundsätzlich, ne? So wie wir das eigentlich machen. Er macht das nicht. Und dementsprechend bezahlt er jetzt und hoffentlich gurtet er sich danach an. Kostet? 30 Euro in dem Fall. Oder ein Leben. Okay. 30 Euro oder wir machen mit Vorsatz. Nein, wir bleiben es bei 30 Euro und jetzt gehen wir ab zur Kasse. So. 30 Euro kostet der Verstoß. Ob Patrick noch mehr findet? Ja, der Laptop sieht ein bisschen anders aus als die ich so kenne. Was kann der schön? Ja, also das ist wie in jeder üblichen Werkstatt zivil draußen. Mit meinem Pkw oder meinem Lkw als Kraftfahrer in die Werkstatt fahre, ich habe einen Fehler, schließt die Werkstatt den Laptop an, guckt, Mensch, was ist denn der Fehler, was können wir machen, wie können wir es reparieren und wir können halt jetzt draußen vor Ort gucken, welche elektrischen Fehler habe ich denn, ist es dem Kraftfahrer vorwerfbar, ist die Verkehrssicherheit beeinträchtigt oder kann er weiterfahren bis zum nächsten Service oder vielleicht sogar bis zum Abladeort, weil der Fehler nicht ganz gravierend ist oder für die Verkehrssicherheit nicht aussage. Ein praktisches Tool. Genau, wir kommen an Fehler ran, die wir vorher einfach nicht kontrollieren konnten. Ja, dann lesen wir mal aus. Dann haben wir aufgelistet Motor, Abgasreinigung, Bremse und den Zentralrechner. Jetzt können wir uns alle Fehler anzeigen lassen. Das Schöne ist, in der Bremsanlage sind schon mal keine Fehler erfasst. Und daher ist die Bremsanlage elektrisch zumindest, funktioniert sie einwandfrei. Vorher war das so eine Gesamtübersicht, jetzt gehen wir direkt in das Steuergerät von der Anlage rein. 1.104.344 Kilometer. 1 Million! Und ein gepflegter, guter hält so 2 Millionen. Dann ist irgendwann die Grenze erreicht, wo die Reparaturkosten die einfahrenden Einnahmen übersteigen und man den LKW einfach ja, entweder irgendwo anders hin verkauft, nach Afrika, keine Ahnung, oder einfach verschrottet wird. Verschrottet werden muss der LKW nicht und weitere Mängel können wir auch nicht feststellen. Für mich endet an dieser Stelle meine Schicht bei der Sonderbewachungsgruppe mit Patrick und Toni. Also grundsätzlich bin ich mit der Arbeit zufrieden, macht total viel Spaß, man lernt immer neue Sachen kennen. Jede Kontrolle ist anders als die davor. Ansonsten ist das eine geile Nummer hier. So, und damit ist unsere Schicht heute bei der Sykro auch schon beendet. Ich fand es wie immer interessant, ich hoffe ihr auch. Solltet ihr noch Fragen haben, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare und lasst auch gerne ein Abo bei dem Kanal hier da, das hilft uns sehr. Und übrigens arbeitet die Sonderbewachungsgruppe hier und da auch mal mit der Drohnengruppe zusammen, zum Beispiel für Abstandskontrollen. Und die haben wir auch schon für einen Vlog begleitet. Wenn ihr also sehen wollt, wie die so arbeiten und technisch aufgestellt sind, dann schaut einmal in den Vlog dazu rein, wir verlinken euch den. Ja, und dann sage ich, bis zum nächsten Mal.